Ja, hallo. Die erste Frage, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen und auch das Projekt, das Sie hier auf der Zero Project Conference vorstellen? Ich heiße Klaus Miesenberger, arbeite an der Universität Linz und wir arbeiten seit 20 Jahren in der Informatik im Bereich Entwicklung von assistierenden Technologien für Menschen mit Behinderungen und im Bereich Barrierefreiheit, das heißt Softwaresysteme in der Gesellschaft allgemein barrierefrei zu machen. Und darüber hinaus als dritter, nicht so quasi normaler Bereich eines Institutes, betreiben wir ein Service Center für Studierende mit Behinderungen. Das heißt, wir sind kein abgehobenes Forschungsinstitut im Elfenbeinturm, sondern in der Praxis arbeiten wir mit Menschen mit Behinderungen, damit sie gleichberechtigt studieren können. Gut, das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen. Was sind für Sie die drei Gründe, warum dieses Projekt so erfolgreich ist? Der erste Grund ist, es wird gebraucht. Der zweite Grund, das ist die richtige Zeit. Technologien ermöglichen Menschen mit Behinderungen erstmals eine so breite Palette der Teilnahme an der Gesellschaft. Das ist einmalig. Die Informations- und Kommunikationsrevolution ist für Menschen mit Behinderungen wohl das Werkzeug, das noch nie verfügbar war, revolutionär. Sehen Sie bei jetzt dem Gedanken, dass man das auch international als Vorbild nimmt und auch international umsetzt, sehen Sie da jetzt irgendwelche Schwierigkeiten, an die man denken müsste? Nein, außer dass die Menschen sich bewusst werden müssen, dass Universität ein Bereich ist, der offen für jedermann ist, für jede Person in der Welt und dass man eben die Strukturen im jeweiligen Land so gestaltet, damit eben Menschen mit Behinderungen daran teilnehmen können. Jetzt noch die letzte Frage zur Zero Project Conference. Was sind Ihre Eindrücke bis jetzt und vor allem, was sind auch Ihre Wünsche für die Zukunft? Spannend. Vor allem jene Zielgruppen oder Personengruppen hier zu sehen, nach 20 Jahren, nämlich Unternehmerinnen, Unternehmer, Entscheidungsträgerinnen, die doch jetzt auch Interesse zeigen, nämlich die Chancen, die Möglichkeiten der Inklusion von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Das ist faszinierend und hier ist Zero Project sicher ein herausragendes Beispiel. Wunsch für die Zukunft, Offenheit und Spaß an der Inklusion. Super, danke vielmals.